So. Ja, bin ich. Oh, sie trug enge Jeans und eine leichte weiße Bluse. Sie war wunderschön. Schöner als in meinen schönsten Träumen. Aus ihren offenen Sandalen guckten die frisch lackierten Fußnägel. Sie hatte meditiert. Du bist immer noch so groß wie eh und je. Kein bisschen gewachsen. Das war ein alter Scherz zwischen uns. Ich bin nämlich fast 2 Meter groß. Ich mache uns einen Kaffee. Neben der Tür zur Küche hing ein kleines gerahmtes Foto von Zapata und auf der anderen Seite auf gleicher Höhe eins von Che Guevara. Aha, nur über die Revolution führt der Weg in die Küche. Danke. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Pepe. Ich bin so wütend. Und ich habe auch Angst. Ich habe dich gerufen, weil... Es spielt keine Rolle, warum du mich gerufen hast. Erzähl erst mal, was passiert ist. Nein, ich muss dir sagen, warum ich dich gerufen habe. Weil kein anderer mehr da ist. Keine Freunde? Keine Freunde. Meine Familie wollte ja schon damals nichts mehr von mir wissen. Vorgestern war ich verzweifelt. Der einzige Mensch, den ich hatte, erschossen. Die Nachbarin kam rüber und fragte, ob ich nicht jemand anrufen möchte. Nein, sagte ich, will niemanden anrufen. Der Einzige, wenn überhaupt, wärst du. Und jetzt, wo du da bist, weiß ich gar nicht mehr. Sag doch was. Warum hat man ihn umgebracht? Keine Ahnung. Du musst doch irgendeine Idee haben. Vielleicht irgendeine alte Rechnung aus dem Widerstand? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sind schon 77 ausgestiegen. Aber was sonst? Pepe, ich schwöre dir, ich weiß es nicht. Sie sah mich nicht an. Sie wollte mich überzeugen, aber sie sah mich nicht an. Und die Polizei? Ach, die haben mir endlos Fragen gestellt. Wo er herkam, was wir machen, ob er Feinde hatte. Alles Routine. Und was habt ihr gemacht? Ihre Lippen pressten sich leicht zusammen. Sie wollte nicht reden. Eine Sekunde lang hatte ich sogar das Gefühl, sie wollte, dass ich ging. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben.